So, meine Damen und Herren, wir sind vollzählig. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz dieses heutigen 17. Spieltags zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und dem BHK 07. Wenn der Fünfte auf den Tabellenführer trifft, kann man mit Fug und Recht sicherlich vom Spitzenspiel sprechen. Wir haben eine recht bewegte 90 oder 95 Minuten hinter uns und relativ viel Dramatik erlebt. Beide Trainer haben den, den wir Platz genommen. Ich begrüße André Meyer, Trainer vom BHK, Micha Braune vom FSV 63. Schauen wir mal, wie die beiden Trainer dieses Spiel gesehen haben. André, du bist zuerst dran. Schön, die dran. Ja, vielen Dank. Du sagst es, das war ein Spitzenspiel, der erste gegen fünften. Ich glaube, man hat es auf dem Platz gesehen. Wir sind hier von den Voraussetzungen her mit einer, ich sag mal, angeschlagenen Mannschaft hier angetreten, hatten viele Ausfälle, die sicherlich bei uns nochmal eine andere Qualität in die Spielweise mit reinbringen. Man hat gesehen, dass wir lange gebraucht haben, um uns einfach den Spitzenspieler auch anzunehmen mit einer Gradlinigkeit. Wir hatten es am Anfang immer noch probiert über spielerische Lösungen. Das hat natürlich dem Gegner in die Karten gespielt. Das hat auch in der Halbzeitpause angesprochen. Unterm Strich muss ich sagen, nicht schön, aber erfolgreich. Und den Jungs habe ich mit auf den Weg gegeben, dass das letztendlich auch ein Ergebnissport ist und dass es nicht darauf ankommt, irgendeine Ästhetik auf den Platz zu zaubern, sondern du musst halt ein Tor mehr schießen als der Gegner. Wir sehen das jetzt auch nicht blauäugig. Fakt ist, man kann das Spiel auch verlieren. So, die deutlichen Chancen oder klaren Chancen, die liegen bei Luckenwalde. Eine Sache sind wir uns bewusst, aber aufgrund der Voraussetzungen, die ich gerade genannt hatte, nehmen wir das Ergebnis auch so mit, was ich den Jungs nicht absprechen kann, ist einfach Einsatzbereitschaft und Wille, dieses Spiel über die Bühne zu bekommen. Und das war für uns auch ein guter Aha-Effekt, auch so eine Spiele, ich sag mal so eine dreckigen Spiele dann auch zu ziehen. Dass es letztendlich über einen Spieler gewonnen wird, der sonst nicht so zum Tragen kommt, über Michael Ulrich, freut mich für ihn, aber auch für die Mannschaft. Und tut mir leid an Luckenwalde, aber letztendlich ist es leider ein Ergebnissport und wir freuen uns, dass wir hier drei Punkte mitgenommen haben. Und Gratulation zu der Saison erstmal von Luckenwalde und toi, 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 dass es so weitergeht. Danke. Ja, danke André für dein Verständnis für unsere Gemütslage momentan. Micha, ich traue wieder den Chancen hinterher, aber trotzdem machen wir auch den Spiel mit Tabellenführer gemacht. Wie siehst du? Ja, als erstes erstmal Glückwunsch an den BHK und den Kollegen. Wenn du natürlich hier ein Tor machst, hast du verdient gewonnen. Für mich als Trainer ist es halt schon ein bisschen wichtig. Von daher haben wir hier versucht, auch wenn die Gegebenheiten nicht so gut sind vielleicht, der Gegner auch hochsteht, wollten wir trotzdem hinten raus nachspielen. Das ist uns nicht so oft gelungen. Vor allem in den ersten 20 Minuten hat der Gegner ein bisschen anders aufgebaut, als wir das erwartet haben. Dann haben wir ein bisschen angepasst. Da waren wir gut drin im Spiel. Ich glaube, bis zum 0-1 waren wir die klar bessere Mannschaft, müssen hier führen. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Wir haben 300 da, da musst du einfach ein Tor machen, wenn du so ein Spiel gewinnen willst. Ja, da macht BHK ein Tor, was du auch verhindern kannst über den zweiten Ball. Ja, und danach, dass der BHK dann noch ein paar Chancen hat, ist auch klar, weil wir aufmachen wollten unbedingt hier heute gewinnen. Aber der Kollege hat schon gesagt, man muss natürlich auch Tore machen, das kann man später nicht gewinnen. Das ist auch schon der Fingerzeig auf nächste Woche, da geht es nicht um schöne Spielerei. Da müssen wir einfach gewinnen, weil da steht die ganze Saison auf dem Spiel. Von daher können wir heute traurig sein, morgen auch noch. Und dann müssen wir Montag Vollgas geben, um nächste Woche Kicho ins Halbfinale einzuladen. Habe ich den Jungs auch gerade gesagt, Montag will ich keine traurigen Gesichter sehen. Ich möchte positive Menschen hier um mich haben. Und dann werden wir nach Kicho fahren und ins Halbfinale einziehen. Danke. Ich bin dafür, nehmen die für Wort. Alle fangen mal wieder an zu regeln hier und freuen uns auf das nächste Spiel nächste Woche in Kicho. Gibt es noch Fragen von Seiten der anwesenden Pressevertreter? Wie schwer ist die Verletzung von Clemens Kaffin? Was hat er? Ist da schon was raus? Ja, wir sind ja nicht der FC Bayern München, also der muss natürlich ein MRT machen, irgendwas im Knie hat geknallt. Hört sich einfach nicht gut an, aber eine Diagnose kann ich dir hier nicht geben. Okay, sonst noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, wünsche ich unseren Gästen gute Heimfahrt, viel Erfolg für die Zukunft und uns nächste Woche in Kicho, das ist angesprochen, und in zwei Wochen gegen die nächste Berliner Mannschaft gehen in die Liga. Vielleicht können wir da die Bocken stoßen. Tschüss, schönes Wochenende.